Genau. Also, oder halt. Zu verwandeln, also in räumliche Dimension zu verwandeln. Und ideal ist für mich dann, wenn ein Mensch in dieses räumliche Gebilde hereinsteigen kann. Wenn die Sekunde losgeht, wird das Feuer. Es gibt sogar ein Video gleich. Das kann man sich auch bei YouTube angucken, wie war das nochmal? Kali gesehen, 4011 oder sowas. Als dieser Kanal bei YouTube. Das ist der Mr. YouTube selbst. Ja, das ist ein Wahnsinn, der Mann verfolgt. Ist er? Ja? Okay. Also, wir haben hier jetzt ein ganz einfaches Licht aufgebaut. Also, es ist sehr problematisch, wenn man live fotografiert, weil die Mods können nicht wieder. Sie sehen sie oben auf dem Bildschirm, können sie immer live sehen, was ich mache. Das Bild ist perfekt. Diese Übertragung, wo Sie hier sehen, ich mache die Blendenstufe noch auf 7.1 und dadurch haben wir auch hier Tiefenschärfe. Und wenn Sie das dann sehen, so können wir das absolut verwenden. Fotografie lebt also von der Perspektive, wenn Sie die Perspektive in der Fotografie perfekt, dass wir auch ein bisschen Mercedes haben. Jetzt gehe ich auch runter und fotografiere das Model auf gleicher Höhe. Dann gucken Sie sich einfach mal hier, sondern wir müssen ja das Produkt Model und Mercedes darstellen, eine homogene Einheit. Also ist es sinnvoll, wenn ich hier runtergehe und dann in leichter Unschärfe stehe, weil ich zoome dann rein und will das jetzt provozieren, weil wir wollen ja Mercedes haben und das Model ist als Deko. So machen wir jetzt mal das Picture. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf dem Autosalon in Pirmasens und denken Sie dran, jedes Jahr Mercedes, alle zwei Jahre jetzt, haut da ganz tolle Autos raus und es ist mir immer eine große Freude, Mercedes zusammenarbeiten. Ich würde mal sagen, Applaus für die beiden da. Vielen Dank. Und ja, machen Sie durch und machen Sie einen schönen Tag auf dem Autosalon. Danke Ihnen.